Ja, ich denke, wir fangen an. Wir fangen gleich nochmal an, wenn das Mikro geht. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt haben wir so lange gewartet. Jetzt funktioniert die Technik nicht, ne? Die ist noch an. Jetzt geht's wieder. Auf der Projektstelle. Auf der Projektstelle innovative Erwachsenenarbeit 55 plus. Und wenn ich mich so umgucke, habe ich diese Aufgabe schon mal erfüllt. Ja, schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, um sich mit den neuen digitalen Medien, vor allem dem Smartphone, ja, weiter beschäftigen zu wollen, überhaupt lernen zu wollen, wie das Ganze funktioniert und dadurch natürlich auch ja, teilhaben können an der Digitalisierung, an dem digitalen Wandel, an dem Fortschritt der Gesellschaft. Ja, dieses Projekt habe nicht ich mir überlegt, sondern das kommt von der Landeskirche, vom Zentrum Bildung. Deswegen sind hier noch so ein paar andere Menschen außer mir da. Die möchte ich ganz herzlich begrüßen. Zum einen Tobias Albers-Heinemann. Er ist Referent für Medienpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit im Zentrum Bildung der EKHN. Und Khalid Asalati. Er ist hier Projektmitarbeiter und Bildungsreferent. Schön, dass ihr da seid und dieses Projekt hier ins Dekanat gebracht habt. Ich gehe mal ein bisschen von der Box weg. Das ist ein bisschen besser. Ja, außerdem anwesend ist Dekan Reinhard Zinke. Schön, dass du auch da bist. Vielleicht als kleinen Einstieg gleich. Wann hast du dein erstes Smartphone gehabt? Na, immerhin schon 10 Jahre. Ja, und wir erwarten noch Pfarrer Christian Mulja, der sich auch mit der Digitalisierung in der Kirche beschäftigt. Der wird sich ja gleich noch dazustoßen. Dann ganz kurz organisatorische Dinge. Und zwar heute ist das hier kein Kurs. Also Sie kriegen jetzt nicht direkt heute Ihr Smartphone erklärt, sondern es ist die Auftaktveranstaltung des Projekts Smartphone Entdecken. Das heißt, Sie kriegen erklärt, wie dieses Projekt funktioniert. Dazu gehört ein Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten der Stiftung Warentest. Den werden wir auch gleich hier live zuschalten. Also er ist nicht physisch da, aber er kommt quasi aus seinem Wohnzimmer zu uns. Dann gibt es eine kleine Pause mit Snacks und Getränke, haben Sie ja schon gesehen. Nehmen Sie sich gerne jetzt schon Getränke. Bei den Temperaturen ist es ja sehr wichtig, viel zu trinken. Dann sehen Sie dort bei den Getränken so ein Flipchart mit Smartphone Entdecken drauf. Da lade ich Sie ein, in der Pause nebendran in dieses Körbchen zu greifen. Da sind so kleine Streifen mit 4 Punkten drauf. Die können Sie sich nehmen und die Fragen mal durchlesen auf dem Flipchart und jede Frage, die auf Sie zutrifft, da können Sie so einen Punkt dran kleben. Nur mal so als, ja, Stimmungsbild, wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Smartphone? Und bei den Getränken steht außerdem noch oder liegt eine Liste. Da können Sie sich eintragen, Ihre E-Mail-Adresse, dann werde ich Sie an die nächsten Termine dieses Projekts erinnern
und Sie können zusätzlich noch ankreuzen, ob Sie den Newsletter mit den Veranstaltungen meiner Projektstelle haben möchten. Ja, nach der Pause geht es weiter mit der Vorstellung des Projekts, auch wie die Projekt-Homepage funktioniert, die ein wesentlicher Teil dieses Projekts ist. Und danach werden wir Ihre Themen sammeln. Was interessiert Sie denn eigentlich? Also es gibt sicher einige von Ihnen, die können schon einiges mit dem Smartphone und andere sind noch ganz neu dabei. Und da wollen wir einfach mal so einen Überblick bekommen, wer wo steht und was in den nächsten zwei Terminen dann auch behandelt wird. Und noch ein wichtiger Hinweis, hier vorne sitzt eine Vertreterin von der Langener Zeitung und sie wird Fotos machen. Wer das nicht möchte, gibt ihr bitte ein kurzes Signal. Allerdings auch zur Info, diese Veranstaltung wird heute live ins Internet übertragen. Also es gibt auch Menschen, die vielleicht gerade zu Hause auf der Couch liegen und gerade uns zuschauen. Hallo auch an die auf der Couch. Ja, und dann übergebe ich an Tobias Albers-Heinemann. Ja, vielen Dank, Caro. Ja, von meiner Seite aus auch einen wunderschönen guten Abend. Ich wurde ja schon vorgestellt, Tobias Albers-Heinemann vom Zentrum Bildung, Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung. Und ich habe dieses Projekt verbrochen im letzten Jahr und wir fangen jetzt oder haben letzte Woche angefangen. Es findet insgesamt an 6 Standorten in ganz Hessen statt. Letzte Woche waren wir Donnerstag in Fürth im Odenwald. Heute sind wir hier, morgen in Diez bei Limburg, übermorgen in Alsfeld, Donnerstag in Bad Soden und Dienstag die Woche drauf in Kassel. Wie sich das ganze Projekt gestaltet, das werde ich Ihnen am Schluss nochmal erklären. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Setting was. Khalid, kannst du mal bitte die Galerieansicht machen? Es wurde schon gesagt, wir haben hier einen Videostream, das heißt, das sind auch Leute, die von zu Hause aus zugucken. Und es geht ja nicht nur ums Zugucken, sondern es sind vielleicht auch Menschen, die vielleicht auch gerade körperlich gar nicht in der Lage sind, auch herzukommen. Deswegen legen wir einfach auch Wert darauf, mit unserem Angebot einfach die Möglichkeit zu schaffen, von zu Hause auch mitgucken zu können. Es besteht die Möglichkeit, sich per Kamera mit beizuschalten, wie wir hier auch den Peter Knag auch schon haben in der Mitte. Ich sag mal schon mal Hallo Peter, der hier winkt, den schalten wir gleich mal auf groß. Und es gibt auch Leute, die haben ihre Kamera ausgeschaltet, ihr Mikrofon ausgeschaltet, die sitzen zu Hause und schauen einfach zu. Über das Smartphone, über das Tablet oder über das Computer. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen nachher auch nochmal, weil wir haben in diesem Jahr ganz viele tolle Veranstaltungen und da muss man auch nicht immer überall dabei sein, sondern man kann sich auch per Internet dazuschalten. So, ich würde dich mal bitten, machst du den Peter mal auf die Leinwand? Ja, ich darf vorstellen, das ist der Peter Knag. Peter Knag ist Journalist und Datenschutzbeauftragter der Stiftung Warentest in Berlin. Und falls Sie sich jetzt fragen, was dieses iPad jetzt gerade vor mir macht, wir nutzen ja sehr viel Technik, aber ich finde es immer toll, wenn ich mit jemandem rede, diesen jemanden auch anzugucken. Und deswegen habe ich den Peter hier nochmal so neben mir. Ja? Also das heißt, wir haben auch im Rahmen von dem Projektbudget einfach mal geguckt, wie schaffen wir es mit den Geldern, die wir zur Verfügung haben, kompetente Referenten mit herzuholen. Und da können Sie sich vorstellen, wir haben insgesamt 18 Veranstaltungen, allein jetzt 6 Stück in der Woche, in den anderthalb Wochen. Da jedes Mal kurz von Berlin herzukommen, das ist ja ein irrsinniger Aufwand. Und so hat sich der Peter auch bereit erklärt, sich jetzt jeden Abend per Videokonferenzschaltung mit dazuzuschalten und eben auch mitzumachen. Hierfür schon mal ganz herzliches Dankeschön, Peter. Ja, bevor wir jetzt inhaltlich starten, möchte ich Sie auf ein kleines Gedankenspiel mal einladen. Stellen wir uns etwas vor. Sie kennen ja sicherlich Sprachassistenten wie Alexa, wie Siri, den Google Home Assistenten. Das sind kleine Intelligenzen, kleine Geräte, die zu Hause sind, die jeden Wunsch von den Lippen quasi ablesen. Man muss nur noch nach Hause kommen und sagen, Alexa, mach das Licht an, spiel mir Musik ab,
wie ist das Wetter draußen? Und dann sagt dieser Computer, wie das Wetter ist. Der Computer macht Ihnen das Licht an und der Computer spielt Ihnen auch Ihre Wunschmusik. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir als evangelische Kirche, wir wollen auch einen Sprachassistenten. Einen eigenen Sprachassistenten. Ich würde ihn Theo nennen. Weil Theo ist ein toller Name für einen kirchlichen Sprachassistenten. Dieser Sprachassistenten, den stellen wir Ihnen allen kostenlos zur Verfügung. Und der ist dafür da, um Ihr kirchliches Erlebnis und Nutzungsverhalten zu optimieren. Ha, vielleicht haben Sie das schon mal irgendwo gehört. Wir machen das, um Ihr Nutzungsverhalten zu optimieren. Ja? Also, was macht Theo? Theo ist ein kleiner Computer, der hat Mikrofone. Sie können sagen, Theo, wie ist die Tageslosung? Und Theo sagt die Tageslosung. Theo hat, wie gesagt, viele Mikrofone und Mikrofone, die hören auch mit den ganzen Tag, um einfach zu gucken, was wird denn überhaupt dort in dem Haushalt Christliches gemacht? Was wird denn gebetet? Welche Lieder werden gesungen? Wie sieht überhaupt dieser Alltag aus, damit wir ein noch individuelleres Angebot Ihnen machen können? Alle Aufnahmen, all das, was Sie sagen, was Sie tun, wird in der Kirchenverwaltung in Darmstadt ausgewertet, zu Papier gebracht. Und anhand dieser Information sind wir in der Lage, dann Ihre ganz speziellen Wünsche zu erfüllen. Was halten Sie denn davon? Nichts. Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Ich frage mal weiter, was halten Sie denn davon? Nee, ich brauche es nicht. Sie brauchen es nicht? Ach, warum denn nicht? Was halten Sie denn davon? Ja, nicht sehr viel. Warum nicht? Man ist ja nicht mehr für sich. Ja, aber Sie können es doch vertrauen. Wir sind doch die Kirche. Ja, wer weiß. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber um es klarzustellen, das ist immer noch ein Gedankenspiel. Wir haben noch keinen richtigen Theo. Aber ich möchte an dieser Stelle jetzt den Peter Knack gerne mit ins Boot holen. Peter, was meinst du denn? Ich sag mal, sind wir mit unserer Theo-Idee völlig neu auf dem Markt oder gibt es das schon vielleicht sogar in Bereichen, die wir gar nicht kennen? Natürlich gibt es diese Idee schon, die hast du dir ganz toll geräubert und du verfolgst ja auch, so wie du das erzählt hast, die gleichen Ziele damit, nämlich Menschen, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch schwarz-weiß, ausspionieren, um dann nun ja ihnen vielleicht über Werbung das zuzubringen, was sie vielleicht kaufen, weil ich es jetzt loswerden will. Oder wie wir es auch schon hatten in einem amerikanischen Bundesstaat, wo Alexa eben als Zeuge in den Zeugenstand gerufen wurde, um zu zeigen, was es mit aufgenommen hat und mitgeschnitten hat, als in dem Haus ein Mord passierte. Also so etwas passiert dann eben, wenn man die Wanze zu Hause hat. Okay, ich war jetzt ja letztens mal im Mediamarkt. Ich wollte mir einen neuen Kühlschrank kaufen und habe gesehen, dass mittlerweile ganz viele Kühlschränke mit Sprachassistenten, Kameras und Internetanschluss ausgestattet sind. Das heißt, bin ich eventuell sogar schon von diesen Techniken umgeben, ohne dass ich es weiß? In dem Moment, wo wir das vielgepriesene Smart Home bei uns zu Hause errichten, ist es tatsächlich so, dass eben Sensoren, sind die Fenster offen, wie wird gelüftet, wie wird geheizt, bin ich zu Hause oder bin ich eben auf Arbeit oder wo sonst hingegangen, erfassen. In dem Moment ist es tatsächlich so, dass ich komplett zum gläsernen Bürger werde und da machen auch die Kühlschränke mit. Oh ja. Also das heißt, Smart Home bedeutet dann, wenn im Prinzip der Toaster dem Kühlschrank die Schulden bezahlt, die ich beim Fernseher habe. Das wäre toll, aber blöderweise müssen immer nur wir bezahlen. Na gut, wir sind ja jetzt hier in dem Projekt Smartphone entdecken, das heißt, es geht ja auch um unsere Smartphones und ich finde, was das angeht, hatte ich letztens ein Schlüsselerlebnis, beziehungsweise ein Freund von mir hat mir davon erzählt, er arbeitet als Schuldnerberater im diakonischen Werk und eine sehr wichtige Arbeit, eine sehr vertrauensvolle Arbeit und er erzählte mir, dass mitten in einem Beratungsgespräch plötzlich sein Handy anging und sagte, ich habe Sie nicht verstanden. Tragen wir dann irgendwie mit diesen Geräten im Prinzip Sprachassistenten, die ständig zuhören, immer mit uns rum? Das ist tatsächlich so. Die aktuellen Telefone haben alle einen Sprachassistenten drauf, der auf ein bestimmtes Schlüsselwort wie Hey Siri oder mit Google dann eben auch los anspringt.
alles, was er dann hört, ins Internet überträgt auf einen Server, wo es übersetzt wird, sodass das Telefon auch versteht, was gesagt wird und dann eben die entsprechenden Reaktionen auslöst. Und das ist ja nun schon auch durch die Medien gegangen. Wir haben das selber auch bei unseren Tests gemerkt, bei der Stiftung Warentest, dass diese Sprachassistenten sehr ungenau sind. Die springen auf sehr viele Reizwörter an. Und deswegen ist so ein erster Tipp, wer immer ein Smartphone hat, der sollte diese Sprachassistenten eben auf manuell gesteuert schalten, dass es eben einen, ich muss dann einen Knopf drücken, um sie zu aktivieren und nicht auf dieses Zuruf reagieren, denn dann lauschen die immer rein, ob sie was mitkriegen. Das bedeutet im Prinzip, dass ich jetzt künftig bei meinen Freunden gucken muss, die Alexa nutzen, ob ich da eine Datenschutzerklärung irgendwie mir angucken kann, was mit dem passiert, was ich vor Ort sage. Naja, oder wenn es garstige Bekannte sind, von denen man sich jetzt beim letzten Abend dann verabschieden will, weil sie einem nicht mehr gefallen, dann kann man ja schnell nochmal, während sie in der Küche sind, über Alexa irgendetwas bestellen, was sie dann geliefert kriegen und bezahlen müssen und sich hinterher ins Fäustchen lachen, wenn sie davon erzählen, was denn Komisches passiert sei. Einmal kurz raus aus dem Gespräch zu dem Rahmen hier. Wir wollen diesen Abend jetzt nicht nur frontal irgendwie gestalten als ein Gespräch von Peter und mir, sondern wir wollen Sie natürlich mit einbeziehen. Die Frau Jendrige, die hat auch noch ein zweites Mikrofon. Also das heißt, Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie irgendwie einen Wortbeitrag haben, eine Meinung haben, sich beteiligen wollen, dann winken Sie einfach kurz, dann kommt jemand mit dem Mikrofon vorbei. Die Mikrofone brauchen wir deswegen, damit diejenigen, die auch online zugeschaltet sind, das hören, was wir hier erzählen. Anders geht das leider sonst nicht. Das bleibt dann nur hier im Raum. Und das wäre ja schade. Ja, Peter, wie sieht es denn aus? Du sagtest, in jedem Smartphone ist ein Sprachassistent eingebaut, der zuhört. Ich sag mal so, in diesen Expertenzeitschriften, da streitet man sich ja immer, Google ist besser, Apple ist besser. Gibt es da irgendwelche grundlegenden Unterschiede oder kann man pauschal sagen, das betrifft sämtliche Smartphone-Betriebssysteme? Was die Funktionalität angeht, sind die tatsächlich etwas unterschiedlich. Und das liegt an dem zweiten Punkt, auf den ich komme, nämlich, dass diese Geräte logischerweise optimiert werden. Jeder von uns spricht anders, mit einem Dialekt. Wenn ich erkältet bin, rede ich anders. Wenn ich getrunken habe, rede ich anders. Und entsprechend versteht mich der Sprachassistent nicht immer. Aber im Hintergrund waren Heerscharen von Mitarbeitern von Facebook, Google und Apple damit beschäftigt, sich genau diese Sprachfiles, wo der Assistent versagt hat, anzuhören, um ihm beizubringen, wie er besser funktioniert. Das war natürlich alles in unserem Interesse gedacht. Nur blöderweise hörten dann Menschen zu. Und wie viel das machen und wie effektiv die sind, das entscheidet eben darüber, wie gut uns die Assistenten verstehen. Und das ist der einzige Unterschied. Datenschutztechnisch nehmen sie sich nichts. Okay. Das bedeutet, dass eigentlich egal, was wir für ein System haben, was schlägst du vor? Mikrofone ausbauen, alles abkleben, gar kein Smartphone benutzen oder ich sag mal, gibt es doch irgendwie einen sinnvollen Weg, damit umzugehen? Also total verzicht ist eben kein Weg mehr. Dafür sind die Geräte einfach viel zu effizient und auch zu hilfreich im Alltag. Aber die Sprachassistenten zum Beispiel auszuschalten, sodass sie nur auf einen Knopfdruck hin aktiviert werden, das erhöht die Sicherheit schon ganz gewaltig. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was Thema, ich sag mal, in Folgen des Seminars oder der Schulung von Smartphone entdecken auch sein kann. Wenn es irgendwie konkrete Fragen gibt, wie schalte ich das eigentlich aus, dass wir uns halt eben auch die Zeit nehmen, um mit Ihrem Gerät auch zu gucken. Weil ich glaube, gerade auch bei Android sind die Einstellungen auch nicht überall gleich, oder? Das ist richtig. Bei Android, das ist ja ein gewissermaßen offenes Betriebssystem. Ich sage gewissermaßen, ich könnte darüber eine Stunde referieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die großen Hersteller ihre eigene Benutzeroberfläche und Menüs drüber stülpen über das, was von Google als Betriebssystem geliefert wird. Das Android ist ja ein Google-Betriebssystem. Und damit sind auch die Menüpunkte, unter denen das eine oder andere abzustellen ist, eben an anderer Stelle oder haben einen anderen Namen. Aber wenn man weiß, wonach man sucht, findet man es auch. Es könnte nur ein bisschen dauern. Okay, vielen Dank, Peter. Stellt sich ja jetzt die Frage, wir sind ja jetzt hier, um auch ein bisschen auf unser Smartphone, auf unser Nutzungsverhalten zu gucken. Du sagtest, total Verzicht, das ist eigentlich auch gar keine Lösung. Bin ich genau der gleichen Meinung. Aber was kann man denn, ich sag mal,
Menschen, wie jetzt hier heute sitzen, mit an die Hand geben, damit zum einen das sichere Gefühl da ist und dass sie auch wissen, ja, wie sie mit diesem Umstand umgehen? Na, das sind so mehrere Ebenen. Das eine ist, dass es tatsächlich kein technisches Gerät gibt, das so viel weiß über uns wie das Smartphone. Es weiß, wann wir mit wem, wie lange kommunizieren, auf welchem Weg, ob wir Bilder schicken oder nur telefonieren. Es weiß, wo wir sind, kennt unsere Bewegungsgewohnheiten und Muster wirklich so minutiös besser als wir, erinnert es sich, wann wir wo waren. Und deswegen ist eine dieser Ebenen, die beim Umgang mit dem Smartphone ganz wichtig sind, es zu sichern vor fremdem Zugriff. Und das ist eben im einfachsten Fall der Zifferncode. Das ist besser noch der Fingerabdruck. Wer es mag, auch von mir aus die Gesichtserkennung, obwohl man die leichter überlisten kann als den Fingerabdrucksensor. Aber eine dieser Sicherungen oder besser zwei muss man auf jeden Fall einrichten, denn Telefone gehen verloren, Telefone werden auch immer noch geklaut, obwohl inzwischen fast jeder eins hat. Und dann ist eben nicht nur das Telefon weg, was einen materiellen Wert hat, sondern auch die Daten, die man wirklich besser ja für sich behalten will. Ich bitte die Unregelmäßigkeiten bei der Tonqualität auch zu entschuldigen. Das ist von der Internetverbindung abhängig und die schwankt natürlich immer so ein bisschen. Aber ich glaube, da kommen wir im Moment noch sehr gut mit zurecht. Also das heißt, Peter Knags drei besten Tipps zum sicheren Umgang mit dem Smartphone sind? Das erste ist also, eine Sicherung einzurichten, damit Fremde nicht darauf zugreifen können. Das zweite ist, Apps, diese wirklich tollen Programme, die ja das Smartphone so flexibel machen und meine Bedürfnisse anpassen, bedacht auswählen und ihnen nicht jedes Recht einräumen, das sie auch haben wollen. Eine Taschenlampen-App muss nicht wissen, wo ich bin und braucht auch keinen Zugriff aufs Mikrofon, um mal so ein blödes Beispiel zu nennen, was wir auch schon hatten. Das Dritte ist eben auch tatsächlich mit dem Smartphone bewusst zu kommunizieren, denn wir sind die größten Datenlieferanten, mit denen andere Firmen Geld verdienen können. Und je weniger intim es wir in die Welt rausposaunen, sondern indem wir es nur für enge Kanäle, für Freunde zugänglich machen, umso kleiner ist die Datenspur, die wir hinterlassen und desto weniger sind wir beeinträchtigt. Du sagtest jetzt gerade Zugriff auf Apps. Grundsätzlich zur Erklärung, wenn ich eine App installiere, braucht diese App rein technisch gesehen Zugriff auf verschiedene Bereiche meinem Smartphone, um zu funktionieren. Wenn ich mir zum Beispiel eine Kalender-App runterlade, braucht diese App natürlich einen Zugriff auf den Kalender vom Smartphone. Ansonsten kann die App mir den Termin nicht anzeigen. Eine Telefon-App braucht Zugriff auf die Kontakte. Sonst kann ich meine Kontakte nicht anrufen. Also das heißt, Zugriffsrechte sind erstmal nichts Schlimmes. Genauso eine Navigations-App braucht Zugriff aufs GPS, sonst weiß ich nicht, wo ich bin. Du sagtest jetzt gerade, Taschenlampe, die Zugriff auf das Adressbuch braucht. Wieso verlangen denn so viele Apps Zugriffe auf Bereiche, die sie gar nicht brauchen? Und vor allen Dingen, wie finde ich das heraus und was mache ich dagegen? Also um nochmal kurz auszuholen, Apps sind ja die Programme, die ich runterlade, um das Smartphone eben auf mich anzupassen. Und das ist der genialste Streich gewesen, den damals die Entwickler dieser Betriebssysteme hatten, als die Smartphones erfunden wurden. Und es sind drei Nutzergruppen an dieser flexiblen App-Geschichte interessiert. Wir selber, weil wir das Telefon dadurch wirklich individualisieren und zu unserem Partner machen können. Die Werbetreibenden, weil sie eben über die Funktion, über die wir gerade geredet haben, Informationen über uns erlangen und uns zum Beispiel im Vorbeigehen an irgendeinem Lokal, das an einer Werbemaßnahme, an einer Marketingmaßnahme teilnimmt, sagen, ach, kehr doch mal hier ein, das ist doch der coole Italiener Luigi, bei dem du gut essen kannst und dann werde ich da reingelotst. Und das Dritte sind natürlich Hacker, die interessiert sind, uns Apps unterzuwuchten, mit denen sie uns ausspionieren können. Und alle diese drei Interessen stoßen in diesem kleinen Gerät aufeinander, das wir in der Hosentasche oder in der Handtasche miteinander rumtragen. Okay, und das bedeutet, wenn jetzt eine Taschenlampe-App Zugriff auf mein Adressbuch bekommt, erhält dann nur der Hersteller dieser Taschenlampen-App Zugriff auf das Adressbuch oder sind in den Programmcodes irgendwie, ich sag mal, Kollektive von Datensammlern mit verbunden, die sich dann auch Daten teilen?
Die Datensammler sind genau das A und O dahinter. Wir hatten schon Apps, die an 30 und teilweise an 60 Datensammler Informationen liefern, die aus den verschiedensten Apps dann auch zusammengefügt wirklich zu einem absolut minutiösen Abbild von mir selber führen. Die Datensammler wissen mehr über mich, über meine Leidenschaften, Gewohnheiten und Bedürfnisse und können mich dann auch ganz geschickt manipulieren, irgendetwas zu kaufen oder wissen, das ist noch nicht so ganz präsent, aber ich denke, das wird auch kommen. Knark ist ein Typ, der ordentlich Kohle verdient und ein bisschen leichtsinnig ist beim Geld ausgeben. Dem können wir mal beim Hotel einen höheren Preis abverlangen, wenn er auf Reisen ist, als demjenigen, von dem wir diese Information nicht haben. All das passiert, das beeinträchtigt mich manchmal auch unbemerkt. Und das ist etwas, wo es gilt, darauf aufzupassen. Denn es sind ja dann immer Angebote, die mir angedient werden. Und ich muss wissen, die beruhen auch zum Teil auf diesen Datenspuren. Das sind Fallen, in die ich tappen soll. Und dann muss ich einfach nochmal kurz innehalten bis 10 ziehen und sagen, Mist, brauche ich doch gar nicht. Weg damit. Okay. Vielleicht auch mal so als Hintergrund, wie diese Verknüpfung zustande kommt. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, da wurden journalistische Webseiten, also auch von Verlagswebseiten, im Netz überprüft. Und ich glaube, bei 80% der Webseiten war eine Verbindung zu Facebook mit eingebaut. So, das bedeutet, wenn ich Facebook-User bin oder auch nicht, dass sobald ich auf einer dieser Webseiten bin, eine Rücklinkung oder eine Verlinkung auch stattfindet und Facebook dann auch weiß, dass ich auf diesen Seiten auch bin. Das heißt, es wird dann auch außerhalb der eigenen App und der eigenen Webseite Daten gesammelt. Was machen die denn mit diesen ganzen Daten? Schreiben die die auf und hängen die übers Bett oder was macht man mit so vielen Daten? Naja, in China hängen die Daten dann tatsächlich vom lokalen Gericht und da hängt man dann am Pranger, wenn man seine 12 Euro Steuerschuld nicht bezahlt hat. Tatsächlich, also so ein Beispiel, was das ganz deutlich macht. In amerikanische Versicherungsfirma war es einfach leid, unglaublich viel im Marketing zu investieren, ohne so richtig Vertragsabschlüsse zu generieren. Die haben dann ein Tool entwickelt, das sämtliche Twitter-Nachrichten durchforstet, um rauszukriegen, ob jemand gerade ein Vater oder Mutter geworden ist. Uns ist ein Kind geboren. Und von den paar tausend Treffern pro Tag, die es da gab, sind die dann quer in die Facebook-Profile gegangen. Die meisten, also wer Twitter hat, hat auf Facebook, behaupte ich jetzt mal, eine sehr hohe Deckung. Und haben dann genau anhand dieser gesammelten Daten, wo eben auch so etwas mit einfließt, was du jetzt gerade erzählt hast, haben die versucht rauszukriegen, maschinell, bevor überhaupt Mensch raufguckt, haben die versucht rauszukriegen, ob ich eher versicherungsaffin bin oder lieber in den Tag hineinlebe und mir um die Zukunft nicht so eine Sorge mache. Und die Versicherungsaffinen, die eben über ihr Facebook-Profil ganz klar als welche mit Vorsorgegedanken identifiziert wurden, die kriegten dann ein tolles Angebot garniert mit dem Glückwunsch zur Geburt von Sohn oder Tochter. Und im Übrigen wollen sie nicht eine Ausbildungsversicherung abschließen. Die hatten eine Abschlussquote von 80%. Meine Marketingchefin hat, wenn die eine Marketingmaßnahme macht, eine Abschlussquote von 1,5% und da ist die schon glücklich. Das zeigt, was mit diesen Daten passiert. Ich glaube, das zeigt auch, wie viel diese Daten wert sind, weil man hört ja öfter, man bezahlt mit den Daten, aber ich finde es sehr schwierig, sich klarzumachen, was passiert eigentlich mit meinen Daten, weil ich sehe das ja nicht, wenn jemand diese Daten verarbeitet und nutzt. Und auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, okay, ich bekomme nur noch die Werbung angezeigt, die mich wirklich interessiert. Also ich muss mich nicht mehr mit schlechter Werbung rumschlagen. Vielleicht mal so eine Frage an Sie. Wir haben ja hier auch noch ein zweites Mikrofon. Was meinen Sie, wo stehen Sie denn? Was wäre Ihnen lieber wert? Also, dass man überhaupt gar keine Daten über Sie sammelt oder finden Sie es vielleicht auch ganz nett, ich sag mal, personenbezogene Werbung zu bekommen über Sachen, die Sie gerade suchen? Gehen wir einfach mal rum. Wer möchte denn gerne was dazu sagen? Ja, hier haben wir schon mal jemanden. Einfach, ich habe einmal was bestellt. Ich war einmal nur in Brinderes, heißt das. Einfach nur mal gucken. Seit der Zeit werde ich zugemailt. Genau, also es nervt, weil man bekommt ja natürlich nicht nur die Sachen angezeigt, die man will, sondern auch zu Frequenzen, die man vielleicht nicht will. Ne? Andere Meinung? Moment, die Frau Jendrige kommt gerade mit dem Mikrofon vorbei.
Ein Problem ist auch die Informationsflut, die dadurch über einen hereinbricht. Man hat ja gar nicht mehr die Zeit, alles dann so zu sichten, um zu wissen, was für einen wirklich geeignet ist. Man wird manipuliert und merkt es nicht. Ja, genau. Das geht ja auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Peter. Man wird manipuliert, man merkt es nicht. So dieses psychologische Steuern in eine Konsumrichtung auch. Ne? Zwei Sachen dazu noch. Das eine ist, dass wir natürlich sehr genau wissen, wie viel unsere Daten wert sind, nämlich mit einem einfachen Blick in die Quartalsberichte beispielsweise von Google oder Facebook. Google verschenkt ja sein Betriebssystem, das auf den Android-Telefon drauf ist. Deswegen sind die ja auch vergleichsweise billig, weil das Betriebssystem eben geschenkt wird an Samsung und Huawei und LG. Und sie machen aber pro Quartal in der Größenordnung plus minus ein paar Milliarden, aber so 9 Milliarden Gewinn durch das Vermarkten unserer Daten. Da wissen wir, was unsere Daten wert sind. Das ist das eine. Und das zweite, was ich ganz bedenklich finde an dieser Geschichte mit der zielgenauen Werbung, das ist, dass ich zunehmend in einen Korridor reinkomme, wo ich überhaupt nicht mehr mitkriege, wie vielfältig das Leben ist oder auch einfach nur das Angebot zum Shoppen, sondern ich kriege ja immer nur mehr von dem, was ich ohnehin schon kenne. Ich verarme. Das finde ich einfach katastrophal. Das wäre ja, als würde ich jeden Tag nur noch Schnitzel essen, weil ich einmal da war und dann nur noch Werbung für Schnitzel kriege. Ist doch langweilig. Das auf jeden Fall. Da frage ich mal ganz provokativ, warum diese Befürchtung gegen Datensammlern? Haben Sie etwa was zu verbergen? Ja, jeder hat ja was zu verbergen. Also von daher würde ich schon sagen, jedem alle Daten zu geben, ist nicht gut. Frage ich hier mal weiter. Kann man das heute überhaupt noch so sagen, dass diejenigen, die sich um Privatsphäre kümmern, dass die Angst haben, etwas zu verbergen? Darf ich Sie das mal fragen? Ich glaube nicht, dass sie Angst haben, dass irgendwas verborgen wird. Aber ich finde es erstens überflüssig und zweitens auch einfach ein unangenehmes Gefühl. Okay, danke schön. Das ist ein Argument, womit ganz viel auch argumentiert wird, auch von Seiten des Staates zum Beispiel, wenn die Überwachungsindustrie ausgebaut wird. Der Bürger hat ja nichts zu befürchten, der nichts zu verbergen hat. Peter, ich denke mal ein paar Jahre, ich glaube 30 Jahre zurück, da gab es einen Zensus, eine Volkszählung. Ja. 18 Fragen, ich habe mir diesen Fragebogen letztens bei Wikipedia mal angeschaut, es waren wirklich nur 18 Fragen und es waren 100.000 Leute auf der Straße und haben protestiert. Heute geben wir ein Vielfaches an Daten einfach so preis. Hat sich das persönliche Empfinden und Gespür für Datenschutz so stark verändert in den letzten 30 Jahren? Ja, das glaube ich schon. Dahinter steckt zum einen, dass wir, indem wir unsere Daten so einfach preisgeben, auch sehr viel Komfort bekommen, Dienste, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Also ich frage mich ja manchmal, wie ich ohne Telefon groß geworden bin und mich mit meinen Freunden treffen konnte. Also heute geht das ja ohne Smartphone gar nicht mehr okay. Aber tatsächlich ist es eben ganz fatal, dass wir nicht merken, wenn Daten abfließen und wir manipuliert werden, ist das so, Ursache und Wirkung hängen nicht so dicht beieinander, dass wir das als Kausalzusammenhang empfinden. Und demzufolge gehen wir ganz ungeniert mit dem Smartphone um und ärgern uns dann nur eine Weile später, wenn uns Werbung nervt. Aber dass das eine mit dem anderen zu tun hat, eben mit dem ungenierten Runterladen von Apps und dem alle Berechtigungen auch gewähren, die sie haben wollen, das merken wir nicht so. Das ist nicht wie wenn der Hammer auf dem Fuß fällt, wo der Schmerz im großen Zeh sofort eintritt und das mache ich dann kein zweites Mal. Okay, danke schön. Zu diesem Thema stellt man sich jetzt ja auch die Frage, was kann ich denn an meinem Smartphone überhaupt machen? Wie kann ich es einstellen, damit eben nicht so viele Daten gesammelt werden? Zu dem, was der Peter Knaack vielleicht gleich noch als Tipps hat, als Ergänzung, ich stelle das Programm nachher nochmal vor von dem Smartphone-Entdecken-Projekt und wir haben im Oktober ganz viele Webinare. Ein Webinar ist ein Internetseminar. Unterhalte ich mich auch mit dem Referenten über eine Videokonferenz, so wie hier. Sie können entweder vom Gemeindehaus oder auch von zu Hause über Smartphone, über Tablet mitgucken, mitmachen, mitreden. Das ist eine ganz spannende Sache, weil man einfach so
eine unheimliche Themenvielfalt auch schaffen kann. Und im Oktober haben wir ganz viele auch zum Thema Datenschutz. Und wir haben auch einen Referenten vom Chaos Computer Club, der uns wirklich ganz viele Tipps geben kann, wie man das Smartphone möglichst absichern kann, dass nicht so viele Daten gesammelt werden. Aber Peter, wir haben dich ja auch Gott sei Dank hier. Was sind dann so deine ersten Gedanken zum Thema Smartphone absichern? Na, über so etwas wie die Sprachassistenten auf manuelle Bedienung schalten, das hatte ich ja schon gesagt. Was auch ganz wichtig ist, ist zu gucken, welche Apps installiere ich mir. Wir haben inzwischen schon weit über 1000 Apps untersucht, darauf, was sie auch im Hintergrund an Daten übertragen, unabhängig jetzt von den Berechtigungen, die sie gekriegt haben. Und da ist unser Eindruck, dass also tendenziell Apps, die ein bisschen was kosten, wesentlich weniger über uns verpetzen, als die, die kostenlos, also scheinbar kostenlos sind, weil einfach das Geschäftsmodell anders ist. Wer Geld für seine App kriegt, der muss jetzt nicht auch noch irgendeinen Deal mit, einen schmutzigen Deal mit Datensammlern eingehen. Und wenn man jetzt auch nochmal über die Betriebssysteme nachdenkt, Android oder Apple, es ist eben so, dass das Geschäftsmodell von Apple ist, die Kunden mit teuren Geräten zu beglücken. Wenn das Geschäftsmodell der anderen Smartphone-Hersteller ist, über dieses Nebengeschäft mit den Daten dann auch vergleichsweise preiswerte Telefone rauszureichen. Und da wird man eben wesentlich stärker ausspioniert. Die Restriktionen sind da nicht so hart wie bei Apple. Also wer sich es leisten kann, der sollte sich vielleicht einen, und wenn es nie braucht, das Ältere ist, ein iPhone holen. Und das Dritte ist, wir untersuchen ja immer wieder die Apps auf das Datensendeverhalten eben. Wir haben auch immer wieder festgestellt, dass es für fast alle Anwendungen, nehmen wir beispielsweise Messenger wie den WhatsApp Messenger, dass es dort auch Alternativen gibt, die eben wesentlich mehr mit unserem Datenschutzverständnis übereinstimmen und nicht alles an Facebook rausposaunen, was wir so an Kontakten zum Beispiel haben. Und dann eben zu sagen, okay, dann nehme ich eben nicht diese App, die mir so angedient wird, sondern gucke nochmal und nehme eine, die etwas besser arbeitet. Die Quellen dafür, wir sind ja selber auch eine Quelle dafür, die Stiftung Warentest zeigt das ja auch. Vielen Dank. Wege, wie Sie herausfinden können, welche App was auf Ihrem Smartphone machen möchte und wie Sie an diese Informationen kommen, erhalten Sie im zweiten Teil dieses Abends. Aber Sie bekommen sie noch. Jetzt wollen wir einfach mal weiterdenken. Wir haben ja Dekan Zinker auch hier. Die Frage, die sich mir hier stellt, ich komme mal zu Ihnen rüber. Das ist jetzt ja sehr viel über mediale Welt gesprochen, sehr viel über Datenschutz, vorsichtig sein, Einschränkung. Wo sehen Sie denn die Rolle der evangelischen Kirche in diesem ganzen Prozess der Digitalisierung oder welche Aufgabe denkt oder welche Chancen auch hat denn die evangelische Kirche von so einem Thema Digitalisierung? Nee, ich denke zum Beispiel wie ein Projekt, das wir heute Abend beginnen, kann zum einen aufklären, kann uns einen kritischen Blick auf das geben, was wir tagtäglich benutzen. Und ich bin auch jetzt wieder erstaunt, über welche Dinge ich auch immer noch nicht Bescheid weiß oder solche Geschichten. Ich bin umgezogen und heute bekam ich die Meldung von meinem Anbieter, dass sie jetzt meine neue Adresse ermittelt hätten und die eingetragen. Also solche Geschichten erstaunen mich dann doch immer wieder. Wo haben die jetzt diese Adresse her oder warum müssten die das ermitteln? Ich kann mich doch selbst melden. Also ich denke, unsere Aufgabe ist, ein kritisches Forum zu bieten. Also nicht jetzt gegen die Digitalisierung zu Felde zu ziehen. Ich glaube, das wäre der falsche Schritt. Ich denke, wie alle Neuerungen müssen wir schauen, wo sie uns helfen können, aber auch, wo sie eben einen falschen Weg gehen oder wir auch einen falschen Weg mit ihnen dann gehen. Also es geht um die Veränderung, also wie wir uns jetzt auch in unser Jahresthema gegeben haben, Veränderungen zu gestalten und nicht, dass wir gestaltet werden. Also das ist, denke ich, glaube ich, ganz wichtig. Vielen Dank für das tolle Statement. Wir haben auch noch von der Kirchengemeinde den Pfarrer Mulia hier. Ist hier um die Ecke. Nein? Wo denn?
Ist er gar nicht da, dann habe ich Sie gerade falsch zugeordnet. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich frage Sie trotzdem mal, wenn wir zwei schon so vertraut zusammen sind, was für Chancen sehen Sie denn in diesem gesamten Prozess der Digitalisierung? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich denke, die Chancen sind einfach diejenigen, dass viele Dinge in unserem Leben einfach so viel leichter gemacht werden. Also wir neigen ja dazu, überall, wo es bequem ist, dann das auch anzunehmen. Und damit hilft die Digitalisierung sehr stark, dass viele Sachen einfach schön einfach sind und dann nutzen wir sie auch. Super, vielen Dank. Und ich glaube, das geht auch sehr stark einfach so in meine Auffassung. Digitalisierung, digitale Tools, die sind so ungemein förderlich, hilfreich, was auch den Alltag angeht. Wenn wir einfach mal vorstellen, wir haben mit dem Smartphone, also immer wenn ich mein Smartphone in der Hand habe und mit der Taschenrechner-App irgendwas rechne, habe ich im Hinterkopf meinen Mathelehrer, der zu mir sagt, ihr habt später auch nicht immer einen Taschenrechner dabei. Von wegen. Nein, aber wir haben ja grundsätzlich alles dabei, wofür man vor Jahren noch ein komplettes Studio gebraucht hätte. Wir haben Fotoapparate dabei, wir haben Aufnahmestudio, wir können kommunizieren, wir können schreiben, Einkaufslisten teilen, navigieren, alles Mögliche. Und das sind so viele tolle Möglichkeiten, die den Alltag erleichtern. Da finde ich, müssen wir einfach nur den Weg finden, ja, gut damit umzugehen und vor allen Dingen auch die Tücken wissen, die uns auf diesem Weg auch begegnen. Peter, wir sind schon fast wieder am Ende unseres Abends, wir zwei beide. So schnell geht's, ne? Hast du noch abschließend, ich sag mal, noch irgendwie einen Hinweis, der zum konstruktiven Umgang ermutigt oder worauf man noch unbedingt achten soll? Wir hatten jetzt die Zugriffsrechte, wir haben gesprochen über die Sprachassistenten. Wir hatten noch kein Wort darüber verloren, wie es sich zum Beispiel verhält mit Links, die man zugeschickt bekommt über WhatsApp. Wir haben uns auch noch nicht über WhatsApp allgemein unterhalten. Was meinst du, was passt jetzt noch gut rein? Naja, also manchmal komme ich mir vor wie der Buhmann, der jetzt alles schlecht redet. Und man könnte geneigt sein, dann einfach diese Technik links liegen zu lassen. Und genau dann davon rate ich ab. Die ist auch in vielen Sachen unglaublich hilfreich. Meine Mutter, gehbehindert, im Prinzip an ihre Wohnung gefesselt, ist durch das Smartphone, das ich ihr eingerichtet habe, plötzlich wieder in Kontakt mit ihren Freunden, mit Wort und Bild über die Messenger. Und das ist einfach eine Geschichte, die hat man so anders nicht. Die wäre einsam und hat so einen Draht zur Welt. Das ist richtig, richtig gut. Und was ich ihr, um bei meiner Mutter mal zu bleiben, immer wieder helfen muss, ist, wenn sie E-Mails kriegt oder eben auch manchmal komische Kettenbriefe über den Messenger, auf Links zu klicken, die dort angegeben werden oder Anweisungen zu folgen, wie verteile mich weiter. Man kennt das ja im Grunde alles. Das sind Tretminen, das sind Fallen. Wenn Ihre Bank sich meldet und sagt, Ihre Daten müssen aktualisiert werden und geben Sie jetzt mal bitte hier, melden Sie sich hier an, Ihre Zugangsdaten ein, das ist eine Falle. Finger weg davon, löschen, ungelesen am besten. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und dann ist viel von dem Gefahrenpotenzial, das mit der neuen Technik auf uns zukommt, auch schon abgeblockt. Den Kopf einschalten. In Ordnung. Vielen Dank für ein abschließendes Statement. Ich stelle jetzt gerne auch noch mal die Frage an diejenigen, die jetzt online dazugeschaltet sind. Ich sehe gerade, das sind ein paar. Ob es da vielleicht noch Ergänzungen oder Fragen gibt, die bitte einfach in den Chat schreiben. Der Khalid Asalati wird hier den Chat dann auch mit betreuen und die Fragen dann auch weitergeben. Und dann natürlich auch die Frage, ob es hier im Raum noch irgendwie zu dem Thema noch eine Anmerkung, eine Rückmeldung gibt, bevor wir dann gleich in die erste wohlverdiente Pause kommen. Aber hier haben wir noch eine, zwei Rückmeldungen. Genau, einfach mal Handzeichen. Und die Frau Jendricke geht da mit Mikrofonen rum. Ich habe ein iPhone und ich habe nicht ganz verstanden. Das iPhone ist teurer in der Anschaffung, das ist mir klar. Aber welche Vorteile hat das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Gegenüber diesen anderen, etwas preiswerteren. Peter, möchtest du darauf antworten? Aber klar, der Vorteil von den Apple-Geräten ist, dass das Geschäftsmodell von Apple ist, teure Geräte zu verkaufen, aber nicht Daten der Kunden.
wohingegen das Geschäftsmodell von Google ist, das Betriebssystem zu verschenken, um an die Daten der Nutzer ranzukommen. Und das macht eben diese 9 Milliarden Gewinn pro Quartal aus, die Apple auch hat, aber dann eben über teure Technik und nicht mit unseren Daten. Und so weiß ich, was ich bezahle. Das ist mir lieber. Zum Glück kann ich es mir leisten. Wo war die zweite Meldung? Hier vorne war noch eine. Ja, ich hatte die Frage, dieser Sprachassistent, ist der, wenn man das neue Gerät hat, grundsätzlich eingeschaltet oder ausgeschaltet? Die Standardeinstellung ist ein und es ist tatsächlich durch den Anwender erst abzuschalten, sodass es dann erst auf Knopfdruck angeht. Aber die Standardeinstellung ist, es ist aktiv, es reagiert auf das Losungswort sozusagen. Erscheint, ist es dann schon eingeschaltet. Muss man nicht erst draufdrücken. Aha, danke. Sie sonst noch irgendwie Anmerkungen, Rückfragen, die wir jetzt noch an den Peter Knaack weitergeben könnten? Ich glaube, dem scheint erstmal nicht so zu sein. Wie gesagt, wir werden noch Möglichkeit haben, auf alle Fragen einzugehen. Ja, Peter, an der Stelle an dich erstmal ein ganz, ganz herzliches Dank für deinen Einsatz heute Abend und auch ja, dafür, dass du hier Frage und Antwort gestanden bist. Ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, es ist ein kleiner Applaus wert. Ja, danke auch an das Publikum und ich wünsche euch noch einen ganz erfolgreichen, kurzweiligen Abend. Vielen Dank, Peter. Mach's gut. Ja, auch für die Leute, die jetzt online mit dazugeschaltet waren oder immer noch sind, das ist jetzt quasi das Ende des offiziell gestreamten Online-Teils. Hier geht es jetzt gleich in die Pause und dann in die Vorstellung des Smartphone-Projektes. Daher wünsche ich allen, die jetzt auch online dazugeschaltet sind, noch einen schönen Abend und vielleicht auch bis morgen bei der Veranstaltung in Dietz. Macht's gut.